ja, ich bin ein Offensivspieler und hoffe natürlich, dass ich mich dann gut einbringen kann und ja, am besten natürlich, dass ich Tore vorbereite oder auch am Ende dann selber schieße. Louis Schaub, willkommen in Hamburg. Wie aufregend waren die letzten Tage für Sie kurz vor dem Wechsel? Ja, war natürlich alles ein bisschen aufregend und anstrengend, sage ich. Aber zum Glück ist jetzt alles gut über die Bühne gegangen und jetzt freue ich mich, dass ich jetzt Trainingslager mitkomme. Mit welchen Zielen, mit welchen Ambitionen kommen Sie nach Hamburg? Ja, für mich ist natürlich mal wichtig jetzt am Anfang, dass ich mich schnell integrieren kann, dass ich dann relativ schnell verstehe, was der Trainer von uns verlangt und dann wird man sehen. Also ich hoffe schon auch, dass ich dann auf meine Einsätze komme. Sie kommen aus Köln, sind schon mal in die Bundesliga aufgestiegen. Ist Ihnen klar, was für ein Erwartungsdruck in Hamburg herrscht und in dem HSV? Gut, ich habe das natürlich ja letztes Jahr auch ein bisschen aus der Ferne mitverfolgen können und ich denke, die Erwartung ist dieses Jahr nicht kleiner geworden, aber ich bin guter Dinge, dass wir in der Rückrunde erfolgreich sein werden können. Wenn Sie den HSV schon so ein bisschen aus der Ferne verfolgen, was ist das aus Ihrer Sicht für ein Verein? Das ist natürlich ein großer Traditionsverein, der natürlich in die Bundesliga gehört. Ich glaube, das weiß jeder und wir müssen einfach schauen, dass wir das dann hinbekommen. Wie waren die Gespräche mit Dieter Hecking, wo Sie auch gesagt haben, Sie müssen dessen Philosophie langsam lernen zu verstehen? Ja, ich finde, die Gespräche waren sehr positiv. Das war natürlich auch ein Grund, warum ich mich dann noch für den HSV entschieden habe. Das ist natürlich wichtig, dass man schon im Vorhinein weiß, was der Trainer spielen will. Und ja, ich glaube, dass ich da gut reinpassen kann. Hinterseher, Sie, Hanik, könnte eine österreichische Offensive werden. Haben Sie sich schon mal mit den Jungs ausgetauscht im Vorfeld? Ja, also ich meine, es ist jetzt alles sehr schnell gegangen, aber ich habe kurz vor dem Wechsel dann mit dem Luki Kontakt gehabt und da haben wir ein bisschen geschrieben, aber da kann man dann in den nächsten Tagen ein bisschen mehr erzählen. Was hat er denn gesagt? Ja, er hat nur mal geschrieben, was ich jetzt so mache, wo das dann entstanden ist, das Ganze, aber er hat mir jetzt keine richtigen Tipps geben müssen oder so, sondern ich habe natürlich gewusst, was das für ein großer Verein ist und habe natürlich richtig Bock, da zu spielen. Haben Sie vielleicht schon eine Idee, wie Sie Ihren Einstand gestalten können beim HSV-Trainingslager? Nein, habe ich jetzt noch nichts von den Jungs gehört, aber sie werden es mal relativ schnell mitteilen, was ich von machen muss. Dankeschön. Also am Ende ist es ja ein Schritt von der ersten in die zweite Bundesliga. Warum? Ja, es war dann so, dass Köln gesagt hat, sie wollen ja nicht mehr. Und dann ist das Angebot vom HSV gekommen. Da habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen. Also richtig geiler Verein mit super Fans. Und ja, vielleicht im ersten Moment ein Rückschritt, aber ich denke, ich würde das jetzt persönlich nicht so sehen, weil es einfach ein Riesenclub ist. Und wir können ja auch schauen, dass wir wieder in die Bundesliga kommen. Wie waren denn so jetzt so die ersten Tage, Stunden? Gestern gleich mit einer Mitgliederversammlung gestartet sozusagen, also nicht auf dem grünen Rasen. Das soll ja anders werden. Also meine erste Einheit war eine Laufeinheit. Ich freue mich jetzt natürlich schon im Trainingslager, wenn ich dann auch wieder mit dem Ball arbeiten darf. Nein, aber war natürlich cool, gleich bei so einer Hauptversammlung dabei sein zu können. Da habe ich auch ein bisschen miterleben können, wie die Fans da sind und wie sie das alles leben. Luis, was glaubst du, mit welchen Qualitäten kannst du denn den HSV wieder in die erste Liga kriegen? Was bringst du mit? Ja, ich bin ein Offensivspieler und hoffe natürlich, dass ich mich dann gut einbringen kann und ja, am besten natürlich, dass ich Tore vorbereite oder auch am Ende dann selber schieße. Alles klar. Danke dir. Danke dir. Danke.